was in dieser Folge geschehen wird. Guckt euch diesen Ausländer mit Taperfade an, Alter. Okay. Der Buzzer! Um dein Date zu tauschen, er fesselt sie. Was? Er fesselt sie? Melix, was kochst du für ein Bondage in deinem Video, Bruder? Ich küsse dein Herz. Ich hätte eine gute Sache, die uns gemeinsam verbindet. Schließ mal die Augen. Oh, ich hab Angst. Ich hab auch eine sehr intime Frage. Gib mir deine Hände dafür. Es gibt Beef. Willkommen zum Buzzer, eine Speed-Dating-Show. Und wenn der Buzzer mit roten Lichtern aufleuchtet, kann jeder der zwei Spieler den Buzzer drücken und das Date austauschen durch eine neue Person. Wenn zwei Leute jedoch es länger als 10 Minuten aushalten, gewinnt... Ja, Tam. Wir haben verstanden, Bruder. Was ist das für eine ADHS-Erklärung mit Uhr im Hintergrund? Der Date. Hallo. Elena. Wo er lädt. Wie geht's dir? Guckt euch diesen Ausländer mit Taperfade an. Gut dir? Ja, auch. Wie alt bist du? 20, und du? Wo gabeln die auf? Du kannst nicht buzzern, ist noch nicht rot. Hey, was soll das? Hä, erklären die denen nicht das Format oder sind die einfach alle ein bisschen, also, ein bisschen langsam? Ah. Was willst du mich jetzt wegbuzzern, hallo? Ich nehm nur Ü20. Hey, der wollte mich gerade wegbuzzern, ich will... Oh mein Gott, Melix ist in seiner... My first Panda by Hall Drückphase. Nimm nur Ü20. Bei Gott sogar. Nicht dieses Stussy T-Shirt mit der No Faith Denim. Oh mein Gott. Ey, der wollte mich gerade wegbuzzern. Ich will nicht mehr mit ihm reden. Warum? Hey! Hab mich gefreut. Nee. Warum? Hab mich nicht gefreut. Das Slash, weil der Buzzer nicht reden kann. Ja, ich check. Hi. Hi. Nico. Elena. Wie geht's dir? Boah, das ist ein grown ass. Gut, und dir? Nee, zum Besten. Oh mein Gott, nein, das muss, Dings, Wasser tätowiert sein. Louis Vuitton unter Ohr, Bruder. Erstmal, das ist schon, Bruder, du bist Teil von dieser LGs, Bruder. Du bist Teil von dieser... Fernsehmarke, bra? Weil kein... Wofür bist du ein Typ und lässt dir LV tätowieren, hä? Das gibt so Vibes, so du willst, dass Saucy Santana dir ein Birkin kauft, so. So, dann, ich find's sogar weniger corny, wenn du dir so eine Rose, eine Uhr und einen Löwen tätowierst. Dann so, zweitens, warum? So, was verbindet dich jetzt mit Louis, so? Fühlst du einfach so fresh aus? Also auf den, du kannst ja machen, was du willst, aber der... Der tätowiert einfach so, ey, Schwanz, ich sah fresh aus. War eine Wette? Für eine Wette? Oh mein Gott, Bruder, er wurde auseinandergenommen, weil das wirklich ein ugly-ass Tattoo. Mir geht's besser. Was machst du heute Abend noch so? Ich gehe heute... Das ist Thugger, was ist das für ein dummer Punkt? Du bist auf die von Thugger? Hä? Bruder, Thugger erkennt den Creative Director von Louis Vuitton. Er kann da reingehen in den Laden, die räumen den leer für den, Bruder. Sein ganzes Outfit ist von dem. Bruder, er könnte Brand Ambassador sein, wenn er wollte. Bruder, das ist irgendein Nico. Er trägt Graphic Tee von New Yorker und hat Louis Vuitton unter Ohr. So, ich will ihn jetzt nicht player-haten, Bruder. Er kann ja machen, was er will. Aber du vergleichst gerade Nico... Mit Young Thug, Bruder. Das gibt einfach nur ein bisschen Konsumopfer, so. Aber... Bestens, mir geht's bestens. Was machst du heute Abend noch so? Ich gehe heute Abend feiern mit Freunden. Wohin? Ins Flamingo. Oh. Kommst du mit? Ich mag das Flamingo tatsächlich. Ja. Der sagt Schweinshaming. Fuck no, baby! Ja? Ja, ich, ab und zu bin ich da mal. Ja, schön. Was ist das Flamingo? Flamingo? Das ist ein Club. Ein Club in Köln. Da, wo wir sehr oft sind. Wir? What the fuck? Guck mal, einfach jede Perspektive wird dieses L hier gefilmt, so. Weil ich rede nicht von dem L im LV, weil der Shit ist wirklich dookie, Bro. Heute wir. Ja. Ey, matter of fact, das ist lustig. Das Ding ist, das könnte halt kommen. Es könnte erstmal ironisch lustig kommen als ein Tattoo, wenn du so die Aura dafür hast. Check dir, wenn ich mal, was ich meine, so. Würde so Xavier so based oder so. Irgendwer, wo du weißt, so, der macht einfach Shit. Weil das lustig und dumm ist, so einfach so aus Joke. Das dahin tätowieren, man wird sagen, okay, das könnte Loki hart sein. Aber Bruder, bei ihm, es gibt nicht diese Aura. Schön, da wo wir sehr oft sind. Wir? Heute wir. Ja. Oder? Ja. Sollen wir gehen? Okay, komm. Ist das so schlimm wie UFO-Tattoo? Weil einfach,
Was verbindet ihn damit? So, was verbindet ihn mit LV? Ach, wie im Bett? Ja. So. Chad, ich glaube, wir hängen uns zu krass dran auf. Ich glaube, es ist nicht so deep. Sarah und Prinz, ihr dürft das Button betreten. Moin. Ich bin Sarah. Ich bin Prinz. Wie geht's dir? Bruder, was ist das für ein Mowgli? Prinz, geiler Name, Bro. Soll ich jetzt schon rot machen? Was machst du so in deiner Freizeit? Ich gehe laufen, ich gehe feiern, ich reise gerne. Aha. Und du? Ugly Fade. Damn, Bro. Ihr seid alle aus einem Dick, ne? Schneid Haare. Er schneidet Haare. Guck mal, Bachelor, das hat gerade so wahrscheinlich seinen wunden Spot gehittet, weil er schneidet Haare und du sagst ugly fade. Sein Schild guckt. Das ist halt so diese Dings. Ich hab vergessen. Ist das nicht Burst? Burst Fade? Du bist Friseur. Ja. Oder hobbymäßig. Sein Schild 50% gemacht. Hahaha. Friseur. Hobby. Oh mein Gott, du hast gerade voll recht. Du bist Friseur. Ja. Oder hobbymäßig. Bruder, einfach Dalton Brothers, Bruder. Stell dir mal vor in seinem gestreiften gelb-schwarz. Er ist im Knast, Bruder. Lucky Luke ist sein Endgegner. Oh mein Gott. Bei Gott. Oh. Oh mein Gott. Bei Gott, was habt ihr mit ihm gemacht? Was hat er mit ihm gemacht sogar? Ich schwöre, das ist nicht korrekt. Friseur. Ja, Hobby. Hättest du lieber drei Söhne im Blaulicht oder... Gregor Kobel, oh mein Gott, Bruder. Eine Tochter im Rotlicht. Ja, das ist verdient. Drei Tochter mit Onlyfans, bitte. Wenn sie als Polizist arbeiten, dann im Blaulicht. Ich meine die kriminelle Schiene. Beides nicht. Nein, das muss rot sein! Jetzt wird's 100. Fuck no, baby! Guck seinen Arsch an, Digga, bitte. Er weiß, wenn sie den Button drückt, er muss direkt wieder in den Knast. Lucky Luke kommt, holt ihn ab, Digga, oh mein Gott. Er muss wieder ins Tor. So, Frage von dir, Mädels. Eine Frage noch: Wo war der verrückteste Ort, wo ihr Sex hattet? Am Bahnhof. Oh mein Gott. Boah, nee, könnte ich niemals, Digga. Das wäre so rattig. Das ist so rattig. Da kriegt man nur von der Luft eine STD. Also mit wem? Macher. Mit wem? Mit einem Mann, weißt du? Okay. Ich wünsche viel Glück. Aber das ist so normal. Düsseldorf bei Meckes sind nur Talons. Die ballern da 100%. Dankeschön. Aber sympathisch. Oh, er hat eine Rose dabei. Hi. Hallo. Also, die ist für dich. Das ist Curve. Yeah. Na, Chad. Ihr habt mich auseinandergenommen. Dankeschön. Wie heißt du? Sarah. Freut mich. Hinter dem Joke ist ein Stück Wahrheit. Willst du gleich sagen, ich liebe dich oder so? Type of Vibes. Nico. Und wie alt bist du? 19. Du? Was ist das für ein... Bruder, was ist das für eine... zugeschlagene Lösung, bitte? Gute Frage, nächste Frage. Er ist Antwort, Digga. Wieso antwortet er so schnell? Sarah. Freut Und mich. Du? Nico. Und wie alt bist du? 19. Du? Gute Frage, nächste Frage. Ich bin 24. 24? Ja. Alter. Damn! Spielt doch keine Rolle. Oh! Egal, hat mich gefreut. Okay. Keine Rolle. Oh! Was für ein soft ass. Egal, hat mich gefreut. Schnapp hier das Krokodil. Dann Kino! Ich weiß gar nicht, was deren... Also, ihr habt gar keinen Zweck in diesem Video, brüderlich, ne? Willkommen on the stage! Hallo. Hallo. Na? Kino, fass mich ja, nur ohne A. Nur mal so kurz an falsch. Kino, fast wie Saskia, nur mit Saskia. Oh, halt die Frage. Eine gute Frage. Ja, was hältst du von meinen Socken? Bruder, er kommt da wirklich im Outfit von so einem Monstertrinker. Oh mein Gott. Aber sein Outfit gibt aktiver Spritzer im 13. Die sehen schrecklich aus. Nein, die sind gut. Was ist da drauf? Das ist der Schrei. Was das? Der Schrei, das Gemälde. Kenn ich nicht. Ja.
Er gibt so, er riecht so nach Axe, Kampf-Deo. What the fuck? Was hältst du von dem Wort Goofy? Nichts. Scheiße. Der Redaktion wurde zugespielt, dass du noch ein Accessoire dabei hast. Kannst du das für deinen Teil rausholen? Ich hätte eine gute Sache, die uns gemeinsam verbindet. Okay. Ja, schließ mal die Augen. Jetzt mach mal deine Hand so nach vorne ein bisschen. Er hat nicht die Aura dafür. Bei ihm ist das wirklich so, Endstufe. Man könnte ihn dafür schon einsperren, ich sag ehrlich. Tu ihn mit diesen Dalton-Brothern eine Zelle. Angst, ja. What the fuck? Er ist nicht dieser dominante. Passiert nicht. Mit seiner Kraft-Cargo und seine Schuhe haben safe so einen Gaming-Ass-Name. Nike Runner Predator X2. Ja. Das geht ja. Nike Hyperfly Run X. Der gerichtliche. Er ist dieser Typ mit Skateboard und Mate. Nein! Er ist dieser Typ mit Monster Impact, Bruder. Mit Monster Weiß jeden Tag, Bruder. Morgens, 7 Uhr, du siehst ihn da. Bei mir gibt es einen in der Klasse, er trinkt jeden Morgen 7.30 Uhr eine Can Paulaner Spezi, Bruder. Er ist sowieso Cook. Fuck no, baby! Paulaner Spezi, 7.30 Uhr. Jeden Tag, ungelogen. Warte, mach ihn mal hinter dem Rücken. Ich dachte, er wäre so. Valid? Bruder, das Ding ist, der ist korrekt, ne? Ey, ich mag den. Grüße an ihn auf jeden Fall. Ey. Aber. Das ist es nicht. Das ist nicht der Weg. So ein Schüchterner, weißt du? Ich dachte auch, ein Schüchterner. Jetzt kannst du nicht mehr drücken, Digga. Jetzt kannst du nicht mehr drücken. Jetzt kannst du nämlich nicht mehr buzzern. Aber das kriege ich auch anders hin. Jetzt geht's halt nicht mehr raus, ne? Hi. Hallo. Ich möchte nicht gefesselt werden. Das kriegen wir. Digga, was ist das für eine laute Musik? Und ey, warum ist jeder da so ein Sims-Charakter? Das kriegen wir hin. Warum ist alles so ChatGPT-Dialoge? Ich weiß ja nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Digga, sie benimmt sich wie der Snapchat-AI, Digga, bitte. Ja, ist nicht schlimm. Was machst du so in deiner Freizeit? So wie, sie benimmt sich wie in der Werbung. Jerkmate. Bruder, sie ist der Jerkmate-Demon. Komm auf Jerkmate. Ich arbeite sehr viel, also ich habe keine Freizeit. Und du? Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Kenu, darf ich dich was fragen? War klar, dass Jasper das sagt. Chat, ich bin porn-free seit einer Woche. Yes, sir! Yes, sir! Clap it up. Das so, ihr versteht gar nicht, wie reflektiert ich bin. Du bist asexuell. Du bist asexuell gebietet. E-Cap. W-Cap. Wallahi kein Cap. Wenn ich lüge, ich bin ein Hund. Ey, ich bin nicht impotent. Erstmal das, okay? Ja. Das sind L-Gerüchte. Und auch nicht asexuell. Ich sehe einen TikTok-Kommentar. Mit der Brille sieht Jasper immer mehr aus wie ein Fanboy. Boah, Jasper. Schämt ihr euch nicht? Ja. So, was ist dein weirdester Kink? Mein weirdester Kink? Weiß nicht, Face-Sitting? Sitting. Nein, das ist nicht rot. Ich weiß nicht, ob... Er hat nicht die Aura dafür. Er sagt Face-Sitting, aber ist noch nie ihm passiert, so brüderlich. Ich will hier raus! Ja, und auf dem... Ich will es auch nicht wissen. Okay, nun, für uns hier extra angeflogen. Aus New York. Elias! Wie war nochmal dein Name? Ich bin Kim. Okay. Und du? Das muss racist sein. Ich schwöre, das muss racist sein. Chat. Elias. Wie alt bist du? 22, du? 21. Hast du Ahnung von Klamotten, Fashion? Bist du so Fashion drinne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ziemlich Er ist so ein bisschen schüchtern. Hast du Ahnung von Klamotten, so Fashion? Bist du Fashion drinne? Er hat keinen Plan von Fashion. Bro, du checkst nicht. Er matcht den roten Ring mit dem roten AliExpress Beanie, Bro. Du verstehst das nicht, Bachelor. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch, Bruder. Das ist ein Harry Potter-Ring. Bruder. Danke für den 9. Monat, Richard. Er matcht mit dem roten Buzzer. Von Klamotten, Fashion. Bist du so Fashion drinne? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ziemlich basic. Aber ja? Ich mag Mode. Kim, findest du Elias süß?
ganz normal. Ich arbeite halt in der Grundschule, ich kann halt nicht gemein sein zu Leuten. Also. Hm? Oh nein, das ist schlecht. Na, das ist racist. Hey, ich bin die Nächste. Hallo. Ich wusste, dass mit ihren arischen Augen sie es so. Alessio. Ich bin Kim. Schöner Name. Dankeschön. Wie alt bist du? Ich bin 20, du? Ey, warum sieht er aus wie Dings? Digga, er erinnert mich behindert an Xabi Alonso, ne? So von Augen her. So, er null, also, das ist natürlich ein junger Mann, so Xabi Alonso ist ein grown-ass man, aber check dir die Vibe so, er gibt mir Xabi Alonso. Ich bin 21. Snipes Fit aus 2017, Bruder, hast ihn zum Hund gemacht. Leute, was macht ihr da? Ihr könnt erst dann drücken, wenn's rot ist. Hi. Hi. Wie heißt du? Digga, die holen da eine Ute. Alessio, du? Rosa. Okay, nee, die sah älter aus. Auch schöner. Aber wenn man so jung ist und sich diesen Cut holt, man tut sich auch schmutzig. Das ist so ein Anke-Cut. Du heißt Anke, wenn du diesen Cut hast. So. Weil, Wallahi, warum ist das so mittelkurz? Dankeschön. Kein Problem. Woher kommst du? Ich komme aus Stuttgart, du? Ah, Köln. Ja, schon ein Stück. Ja. Okay. Ey, okay. Wahrheit oder Pflicht? Ruth. Na, du hast Toten rausgeholt. Ich kenne niemanden, der Ruth heißt. Die soll shaken oder das so boring? What the fuck? Willkommen in der Grundschule. Ich nehme Wahrheit. Ich nehme auch Wahrheit. Beide Pflicht, okay. Heute ist Gegnertag. Wie hoch ist euer Bodycount? Muss ich das sagen? Nein. Ja. Nein, musst du nicht. Pflicht. Oh, Pflicht, ja, gewechselt. Naja, ihr müsst Hände halten und euch in die Augen schauen für 30 Sekunden. Boah, 30 Sekunden. Aber dabei könnt ihr reden, ihr dürft dabei reden. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Eigentlich nur Fitness. Er ist so. Fußball. Er mockt sie aktiv. Ansonsten, ja. Okay. Weil sie kennt gar nichts anderes als die Mundlüftung, Chat. Brüderlich. So, das hauptsächlich. Du? Ich gehe ganz gerne mal feiern. Gleich für 9 Monate. Ey, Yannick, you heard it. Fuck no, baby! Gym. Ja. Auch schön. Ja. Wie sieht so dein perfektes Date aus? Dein perfektes Date, 24 Stunden Freibad-Challenge. Das ist tough. Belcher, lass das mal machen. Pause. Nicht als Date. 24 Stunden Freibad-Challenge wie Leon Mascher und so damals. Und dann Polizei gerufen. Vielleicht mal nach Berlin oder so? Wenn's dort schön. Also wenn ihr nicht mehr wollt, müsst ihr nicht mehr Händchen halten. Aber die 30 Sekunden sind vorbei. Nur zur Information. ja. Bonnie und Clyde oder so. Shilan. Du bleibst alleine. Ja, auf jeden Fall dort was essen, Mittagessen. Mhm. Dann vielleicht, je nachdem, was für ein Tag ist, meistens Sonntag, kann man ja vielleicht in die Therme und zum Schluss vielleicht noch gutes Essen. Ja, klingt super. Zeigt euch mal gegenseitig euren Handy-Hintergrund. Also ich war in Koh Samui im September. Wo ist Koh Samui? Da habe ich einfach ein Hintergrundbild von meinem Koh Samui, Digga, nicht Koh Samui. Aber wo ist das? In Thailand. Ah. Bei mir, ich habe mich selber. Das war mein bestes Spiel in der Karriere und da bin ich drauf. Okay. Findest du, das ist eine Red Flag? Was ist mein Hintergrund gerade? Ist das Dicky-Chat? Der Große, dass man sich selber als Hintergrundbild hat? Ich kann es verstehen, aber ich finde es besser, wenn man was anderes nimmt. So. Wie fändest du, wenn er dich als Hintergrundbild hat? Ja, finde ich schon cute, ne? Muss sein. Okay, wir machen jetzt ein letztes Mal rot. Okay, ich kann jetzt wechseln. Oh mein Gott. Ihr habt recht, das ist schon ein bisschen Hostgarer so. Rapper als Hintergrund, weil ich bin nicht Hirn. Aber achtet, okay, ich wechsle jetzt meinen Hintergrund. Jetzt wähle, Chat. Und wenn ihr buzzert, dann buzzert ihr. Ah, jetzt. Und wenn nicht, dann geht ihr auf ein Date. Okay. Dieser Song hat mich viel in some type way, habe ich gesagt. Yeah! 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 Was ist das für ein tote Date? Bruder. Wir machen gerade gottlos rum im Hintergrund. Digga! Warum wird Jasper 17?
Mal gucken, ob ich hin bin. Wer weiß meinen Geburtstag? Ich sag's nicht. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. 12.04. Einfach, ja, falsch. 13. 14. April. 14.03. 13.04. Erster, der Richard. Wallahi. Sie hätte direkt gewusst. Wie kann das sein? Ist das Dicky, dass sie das weiß? Ist das schon Dicky, dass sie das auswendig kann? Bei Gott sogar. Hi. Hallo. Ich bin die Elena. Ich bin Juju. Hi. Wie? Juju. Juju. Oder ist halt mein Spitzname. Was ist das für Cards, Chat? Ich hatte auch so, aber ich hatte viel mehr Swag. Was ist das? Er hat Pilz oben drauf. Ich heiße Julian eigentlich. Julian, okay. Freut mich. Ich mag deine Haare. Danke. Flauschig. Was hältst du von dem Wort Goofy? Goofy. Warum? Was war für eine Frage, Goofy? Die? Ich hab auch übrigens einen Anruf. Geschäftlich. Ja, geh dran. Was, Bro? Pascha CDG mit 3 Euro. Bro hat diesen Gamer Nussspender ONG. Ja, ja. Ja, hab ich! Bro, was hast du gerade gesagt? Die Verbindung ist ganz schlecht, ehrlich. Danke nochmal, dass du die Katzenbabys gerettet hast. Achso, ja, kein Problem, Bro. Aber ich muss echt auflegen, das ist echt wichtig. Digga, das ist so unlustig. Mein Gott. Wer in der Regie hat sich gedacht, dass der Banger Joke ist? Wer hat gedacht, das wird das Video wirklich so zu einem neuen Hochleveln? Ich hab hier gerade so einen Dreh. Warte mal, bist du nicht Juju? Ja. Oh, du hast meiner Oma ja 1 Million geschenkt. Mein Gott, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir sind an einer Unterhaltungslücke angekommen. Wir sind in einer Einbahnstraße. Chat, wir sind am Ende angekommen. Was ist das hier? Ja, Kuss. Alter, der hat mir letztes Mal die Ferrari ausgegeben. Leute, Woche, Junge, geisteskrank. Wir müssen uns hier konzentrieren. So. Ja, wichtig. Ich habe auch eine sehr intime Frage. Ja. Gib mir deine Hände dafür. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Oh mein Gott! Erst die Hände nehmen und dann buzzern. Hände nehmen und dann das. Das war böse, ne? Das war böse. Das war böse! Das war böse! Na, Bro. Macht er sie wieder? Ich darf jetzt einen aus der Crowd auswählen. Wen wählt sie? Oh! Prinz schon wieder, okay. Er ist wieder da. Eine Platz für Prinz, ja! Hey. Hallo, hallo. Ich hab schon nicht. Da ist der Dalton Brother, der 5. Dalton Brother in the building. Freut mich auch. Warte. Ja, Bruder? Oh, warum telefonieren denn heute alle? Ich weiß es nicht, ja. Ich hab nur Empfang bei dir, sonst hatte ich da keinen Empfang. Der war stark. Spielst du Fortnite? Ja, du? Ja, auch. Bist du gut da drin? Spielst du UFC? Ist ein Boxspiel. Nee, ne? Er hat mir eben schon gezeigt, er hat 2 Tattoos. Du hast auch Tattoos, ne? Yeah. Ja, also wir haben... Guck mal, bei Gott, die Tattoos mehr werden als ein LV unterm Ohr, Bruder. Du bist komplett cooked, Bruder. Ich sag ehrlich, das nicht mal, reicht nicht mal, das zu lasern, Bruder. Schneid ganz aus, so, dieses Hautstück, Bruder. Pascha CDG mit 3 Euro, ist das fair? Donate nochmal 10 Euro, dann klick ich. Was gemeinsam, da funkelt was. Ja, ja. Bin ich dieser undankbare Streamer-Chat? Bin ich Hall of Fame undankbar? Ja. Das sagt so viel aus, ne? Was machst du später? Wie, heute? Gehst du auch feiern? Ich geh feiern, ja. Ja, ich glaube, jemand hat uns eingeladen. Danke für die 3 Euro. Dankeschön, Jakob, für den Prime in the building. Oh, hell no, man. Lass stecken, Bruder. Okay, nein, schon. Jetzt bin ich wirklich undankbar. Bin ich abgehoben? Ich muss wieder auf den Boden. Jakob, danke für den... Also wenn du mich buzzerst, dann ist es schlimm, ne? Ja. Ja. Oh! War das jetzt angemessene? Soll ich so jeden Sub vorlesen am besten? Soll ich so jedes Mal? Meh. Ja? Alter, okay. Bro emoted für einen Sub. Broke ass. Jasper macht ja voll die lame Streams. Jasper, darf ich deine Mütze riechen? Jasper, sind deine Socken hart?
Jasper, beende den Stream oder ich komme zu dir und klaue deine harten Socken unterm Bett. Jasper, bist du hart, wenn du Bachelor siehst? Digga, wie habe ich überhaupt noch Leute, die in den Chat gucken mit einem Moderator? Badge vor ihrem Namen. W-Stream, Spaß. Ey. Boah, ich sag dir so, du wirfst jetzt Münze für eine Woche oder Permaban. Sag jetzt Kopf oder Zahl. Sag jetzt Kopf oder Zahl. Bruder, du folgst nicht mal, bruh. Dir kann's eigentlich egal sein. Bitte hab Gnade. Eine Woche, bro. Er tut. Nein, das Ding ist, er schreibt nicht, er schreibt nicht. Permaban. Dauert mir zu lang. Nee. Hey. Aber du warst sehr sympathisch. Okay. Wieso hast du Prinz weggebassert? Oh, das war mir zu schmandig. Also so dieses... Schmandig? Du warst mir sympathisch, aber... Es gibt Beef, es gibt Beef. Zu schmierige Anmachsprüche. Der hier, die sagt schmandig mit ihrem Fiona-Fuchs-Look. Nee, boah. Ich hasse diese hier, ne? Ich hasse diese. Das sieht aus wie so diese... Diese... So Strumpfhose, diese... Was das? Kackt man nicht. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal Medix rein in das Format. Ja. Komm, du machst jetzt. Medix! Pascha CDG mit 3 Euro. Bin ich jetzt in Abo-Falle? Und schau es dir an und diesmal kennst du nicht safe. Wie bist du in Abo-Falle? Bro, warum... Ah, bist du nicht gepermabannt oder warum donatest du immer, Bro? Schon den 6. Monat. Oh, Jan, you heard it. 6. Monat, Bruder. Hälfte schon voll, Bruder. Ich küsse doch dein Herz.